Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Shadowlorn. Und willkommen zurück zu Cube Escape, der Spielereihe der Rusty Lake Reihe. Der Spielereihe der Rusty Lake Reihe, kann man das so sagen? Eigentlich schon. Also, im letzten Part haben wir ja Cube Escape. Im letzten Part? Im letzten Spiel. Aber man kann auch Part sagen, weil es war relativ kurz. Also beim letzten Mal haben wir ja Season abgeschlossen. Und nun befinden wir uns in The Lake. Let us return to the Rusty Lake. Mwah. Das sollte ich vielleicht erstmal öfters bringen, wenn ich dieses Spiel mache. Ja, wer weiß. Ah, okay, gut, okay. Zweites Spiel der Rusty Rake. Rake? Rusty Rake? Nein, das ist nicht der Rake. Der Rake ist was anderes. Der Rusty Lake Reihe. Und zur Information direkt, das ist eines der Spiele, habe ich ja direkt auch mal gesagt, die ich schon kenne. Also ich weiß, was auf uns zukommen wird. Ich schätze mal, das wird auch verhältnismäßig schnell gehen. Also definitiv schneller als Seasons, das war ja noch größer als erwartet. Und, naja, gehen wir los. So, auf, let us return to the Rusty Lake. I found a abandoned cabin at Rusty Lake. Ja, ich habe eine verlassene Hütte beim Rusty Lake gefunden. Und, ja, hier finden wir hier ein Kabel, eine Angel, was irgendwie verwunderlich ist, und hier das obligatorische Messer. Na, eigentlich das obligatorische... Das ist sich abgeschossen. Was ist das? Ein Wurm? Ein Insekt. Naja, fast. Eigentlich hier noch die obligatorischen... Was ist das? Huch! Eine Notiz. The past is never draft. It's not even past. Ja, ne... Der Klassikerspruch in jedem Rusty Lake, glaube ich, die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht mal vergangen. Kann man eigentlich so frei sagen. Übrigens, mir ist beim Bearbeiten mir ist aufgefallen, es hieß bei der Telefonansage im Frühling, das touch, to change, nicht was, to think. Was zur Hölle, habe ich da gedacht. Gut, okay, also wir brauchen hier ein Muschelhaus, ein Diamant, ein Apfel, eine, ich würde sagen, ein Spiel oder sowas und ein Auge. Okay, das ist ein Hinweis. So, da haben wir... Oh, einen Haken. Und eine Brechstange. Okay, wie gesagt, ich weiß im Großen und Ganzen, was schon noch zukommen wird. Das heißt also, es wird vielleicht nicht schnell gehen. Ich weiß zum Beispiel hier, ich finde schon mal das Auge. So, und hier, da müssen wir die Angel dran platzieren. Da packen wir mal, zack. Dazu dann noch das hier dran. Geht das schon? Ja. Daran kommt dann der Haken. Ergibt ja Sinn, ne? Und auf den Haken packen wir noch den Käfer. So. Und jetzt können wir angeln. Wir müssen nochmal draufdrücken, glaube ich. Nochmal. Und ein paar Mal draufdrücken. Schon wieder ein Schrimp. Ah, ja. Okay. So. Mit diesem Schrimp können wir nun Folgendes machen. Wir packen wir hier auf den Tablett. So. Pop. Und der Shrimp. Und drin finden wir einen Schlüssel. Und den Schrimpkopf können wir wieder als Angelhaken benutzen. So, aber nochmal benutze ich jetzt die Crowbar. Also, da und hier finden wir noch einen Schlüssel. Ja, ich denke mal, das wird verhältnismäßig schnell gehen, weil, wie gesagt, ich weiß, was auf mich zukommen wird. So, mit beiden Schlüsseln können wir jetzt hier das hier öffnen. Na, doch nicht. Ah, hier finden wir einen Wurm und einen Magneten. Wo brauchen wir denn jetzt einen Schlüssel? Ah ja, hier. Versuch mal. Auch das hier. Genau, und hier finden wir Mold. Das ist auch ein Köder. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Fangen wir das mal so an. Wechseln wir erstmal den Köder aus. Ihr kommt erstmal ungewartet. Packen wir den Magneten dran. Und angeln wir mal. Und tada! Noch ein Schlüssel. Yay, jetzt haben wir ganz schön viele Schlüssel. So, jetzt packen wir den Magneten dann wieder weg. Packen jetzt mal den Wurm dran. Und angeln wir es mal mit dem Wurm. Und jetzt sollten wir eigentlich einen Fisch erhalten. So, den Fisch können wir auch wieder aufschneiden. Machen wir es auch, jetzt auch mit den, dann können wir nicht. Gut, dann packen wir dann mal so. Fisch auf Tablett, dann das Messer drauf und... okay, was haben wir hier? Eine Wurzel. Dann müssen wir es ein paar Mal draufdrücken. Das wird ein bisschen groß. Vielleicht ist ein bisschen groß geworden. Ja, das sieht schon fast aus wie ein Böhm. Und tada, wie gesagt, ein Böhm. So, und daran müssen wir jetzt nämlich die Sachen dran packen. Das Auge war, glaube ich, hier. Schauen wir mal nach. Jo, das Auge packen wir da hin.
Ja, ich, man merkt schon, wenn man halt die Spiele kennt, sind sie verhältnismäßig schnell gelöst. Die haben auch schon die Münze, also ist ein Coin. Also noch kein Spiegel. So, das ist ja offen, das ist offen. So. Jetzt haben wir aber immer noch ein paar Sachen, mit denen wir noch angeln müssen. Und das ist auch das Letzte, was wir noch so weit tun müssen. Ich glaube, es ist echt schon lächerlich, dass ich das noch so gut dran erinnern kann. Gut, nehmen wir erstmal den Mold, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist die Schimmel oder sowas. So, dann. Zack. Habe ich schon mal das Muschelhaus. So, und jetzt packen wir nochmal den Schrimpkopf dran. Und dann geht's hier weiter. Und jetzt geht's eigentlich los mit dem Horror. Hallo. Eine tote Leiche. Spontan Anflug von Tod, immer überhaupt, ne? So, Der liegt da schon ein bisschen länger drin. Und was müssen wir natürlich machen mit einer Leiche? Richtig, wir müssen sie filetieren. Also hier wieder das Messer und... Jumpscare! Und... Ach, das ist ein Tauchanzug. Hilfe! Wo finden wir den Apfel? Wie auch immer der da hinkommt. So, ich glaube, die Leiche verschwindet auch gleich. Meine ich. Aber gut. Apfelmuschelhaus. Okay, nur noch der Diamant. Aber wo kriegen wir den jetzt her? So, jetzt sollte sich hier, glaube ich, irgendwas ändern. Ja, jetzt lässt die Erinnerung langsam nach. Na gut, Leiche immer noch da. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist die Leiche weg. Ich glaube, mit der Angel müssen wir jetzt nichts mehr machen, glaube ich. Oder? Ja, jetzt lassen mich meine Erinnerung doch zurück. Nee, an der Decke ist nichts mehr. Na, jetzt. Jetzt lasse ich meine Erinnerung zurück. So, nee. Was denn noch? Ah, doch, ich erinnere mich. Wir müssen nochmal den Magneten da reinpacken. Und nochmal angeln, genau. Tada! Eine Box. Und ich glaube, wir müssen nochmal angeln, kommt noch was. Genau, ein Zahlenschloss. So. Wenn wir das dann machen, Mirror. So, jetzt ist lustig. Ich habe ja gesagt, Rusty Lake arbeitet gerne mit Spiegelrätseln. Und das ist auch ein Spiegelrätsel. Hier müssen wir jetzt eingeben, das Ergebnis von 6 mal 237. Ich bin faul und ich habe Taschenrechner. Also, ich nutze Taschenrechner. Bin halt nicht so Mathe-Genie wie mein Mitbewohner. Der ist ein Mathe-Ass. Aber ich, ich hab's eigentlich eher so mit Kommentieren und mit Schreiben. Also 6 mal 237 haben wir dann 1422. Und die müssen wir jetzt auch unten angeben. Und die Zahlen sind auch gespiegelt. So, 1422. So, ist offen. Und der Diamant. Sehr schön. So. Jetzt haben wir eigentlich schon alles gelöst. Eigentlich. Aber, wir müssen mal das hier ansehen. Find the code in Rusty Code Cube Escape Seasons and change your fate. Joa, damit ist meiner Meinung meines Wissens nach der Code gemeint, den wir halt in Seasons bekommen. Also dann 1487. Ich weiß, was passiert, wenn wir den Diamanten reintun. Ich werde es einmal kurz demonstrieren. So, da packen wir den Diamanten dahin und. Pop! Ja, Freedom! Eigentlich. Alles ist dunkel. Und. Hallo. Du bist nicht gut, oder? Geh bitte. Ja. Und damit würde Herr Cube Escape the Lake jetzt ändern. Endlich ändern. You could still change your fate by using the code from Cube Escape Seasons. Bedeutet also. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt den Code da reingeben. Das ist wirklich neu. Und das werden wir jetzt mal eben ausprobieren. Und dafür werde ich mir eben wieder soweit spielen, bis ich dann soweit bin. Wir sehen uns gleich. Ach, so ist das. Man kommt einfach wieder dahin, kurz vor dem letzten Klick. Na gut, okay. Das wusste ich nicht. Gut, dann geben wir mal jetzt mal die 1487 ein. Während das Mördervieh auf uns zuläuft. Was haben wir drin?
einen anderen Diamanten, verstehe. Wenn wir jetzt den austauschen, geht das überhaupt noch? Jo. Dann packen wir jetzt mal den Diamanten dahin. Ah, und anstelle davon, dass das beschworen wird, da schaffen wir einen Schutzkreis, glaube ich. Mhm. Tatsache. Ah, verstehe. Und so kriegen wir den schwarzen Cube. Mal wieder. Well done, you found the cube and changed your fate. Tada! Okay, das ging doch schneller als erwartet. Das ging verdammt schnell. Wenn man die Spiele kennt, geht es echt leicht. Gut, aber Cube Escape Lake ist auch wirklich nicht gerade groß. Muss man mal sagen, wenn man bedenkt, was Cube Escape Seasons für uns bereit hatte. Ja. Okay, gut. Damit haben wir unser Schicksal verändert. Und haben wieder einen Cube gefunden. Und diese Cubes sind scheinbar halt der Grund, also entweder ist es der Grund, warum das Allböse passiert. Oder hat die Dinger, die uns schützen. Ist ein bisschen schwammig. Ich weiß selber nicht genau, was damit auf sich hat. Aber, naja. Ich würde dann sagen, liebe Leute, das nächste Mal sehen wir uns dann im nächsten Cube Escape Teil. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.